In einem alten Bauernhof, weit von der Stadt und den Menschen entfernt, hauste Fridolin, das kleine Gespenst. Nur mit einem weißen Hemdchen bekleidet, schwebte es Nacht für Nacht durch das Haus, rasselte mit der Kette und trieb sein Unwesen. Doch die einzigen Mitbewohner, die das kleine Gespenst erschrecken konnte, waren eine Katze, ein paar Mäuse und Ratten. Die aber hatten keine Angst vor Fridolin und mussten manchmal lachen, wenn es Schlag 12 Uhr Mitternacht durch das alte Bauernhaus geisterte. Huhuhu, rief das kleine Gespenst und ließ die Türen knatternd aufgehen und wieder zuschlagen. Fridolin, sagten eines Nachts seine Mitbewohner, wegen uns brauchst du nicht jede Nacht zu spuken und das Haus unsicher machen. Du bist doch unser Freund und vor dem haben wir keine Angst. Aber ich bin doch ein Gespenst und Gespenster geistern um Mitternacht durch das Haus und... Doch auch Fridolin hatte schon lange nicht mehr so richtigen Spaß beim Spuken. Aber was sollte er tun? Er überlegte und überlegte und irgendwann schlief er dann doch ein. Sein Schlafplatz war eine alte Truhe am Dachboden. Dort lag Fridolin den ganzen Tag bis Mitternacht. Plötzlich hörte er ein Klopfen und wachte auf. Draußen war es schon dunkel und die Sterne und der Mond waren auch schon am Himmel. Was ist denn los? Erkundigte sich das kleine Gespenst und gähnte. Es war einige Minuten nach Mitternacht und die Katze und Mäuse und Ratten waren ganz aufgeregt. Im Haus ist jemand, flüsterten die Mäuse. Da sind Menschen eingezogen, sagte die Ratte ängstlich. Und die Katze schlug ihre Pfoten vor ihren Augen und zitterte am ganzen Körper. Nun mal langsam, ich werde mal nachschauen, sagte das kleine Gespenst. Und schon schwebte es davon, durch die geschlossene Tür, über die Treppe bis zu der Wohnstube, aus der die Stimmen kamen. Dort saßen ein Mann und eine Frau und zwei kleine Kinder, völlig durchnässt, weil sie in ein Unwetter geraten waren. Wenig später erzählte Fridolin seinen Freunden, was er gesehen hatte. Miau, meinte die Katze, denen müssen wir helfen, aber wie? Sie brauchen was Trockenes zum Anziehen und, ergänzte die Ratte. Hunger haben die bestimmt auch, meinten die Mäuse. Eigentlich müsste ich jetzt spuken und durch das Haus geistern und die Leute erschrecken, stellte Fridolin fest. Doch das kleine Gespenst und seine Freunde verschwanden auf den Dachboden und durchsuchten alte Schränke und Truhen nach trockener Kleidung. Schaut, was ich gefunden habe, rief das Gespenst. Es hatte eine Hose, ein Kleid, Pullover und Schuhe entdeckt. Die ganzen Sachen steckten sie in eine Schachtel und stellten sie vor die Tür. Die kleinen Mäuse trennten sich von ein paar Äpfeln und Nüssen, die sie in einem Korb hatten, und legten sie ebenfalls in die Schachtel. Dann versteckten sie sich hinter einer Tür und warteten ab. Schon bald hatte die Familie die Sachen gefunden und war darüber sehr glücklich. Auch das kleine Gespenst und seine Freunde waren mit sich sehr zufrieden. Das Spuken hatte das kleine Gespenst bei alledem total vergessen. Als es sich kurz nach Mitternacht wieder in seine Truhe am Dachboden legte, war es so müde, dass es sogleich einschlief. Der Familie hatte das alte Bauernhaus so gut gefallen, dass sie es gekauft haben. Manchmal geschahen dort merkwürdige Dinge in der Nacht, die sich die neuen Besitzer nicht erklären konnten. Das kleine Gespenst haben sie zwar nie gesehen, aber manchmal hatten die Kinder das Gefühl, dass es spukt.